Servus, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, dem Ilias. Wir spielen Assassin's Creed und machen genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar möchten wir Apollodoros zu seiner Villa bringen. So, schauen wir mal. Gerne gemacht. Ich wollte dir sagen, dass ich neben Eudorus auch den Philaketei von Alexandria getötet habe, Gennadius. Gennadius? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eudorus tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Okay, Entschuldigung, musst du kurz eine Einstellung vornehmen. Und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Schau mal, was hier ist. Sind hier vielleicht Tiere zum Jagen? Oh ja. Ich würde sagen, das machen wir kurz, oder? Komm, so ein Krokodil, das haben wir noch nie gemacht. Also komm. Wo ist denn 300 Meter? Oh. Ja, oder vielleicht auch nicht. Machen wir das nächste Mal. Vielleicht finden wir hier ein Tier. Dort oben müssen wir auf jeden Fall hin. Wie. Was sagt denn die Karte? Wie kommen wir da am besten hin? Schwimmen, okay. Oder man nimmt die Straße, aber das will ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde hoffen, dass er mit mir schwimmt oder das Boot nimmt. So. Okay, sehr schön. Er macht mit. Passt wunderbar. Die Villa ist gleich vor uns. Okay. Gut. Was ist los? Warum weint ihr? Meine Güte. Aber jedes Mal, wenn ich in dieser Spielwelt hier bin, dann bin ich fasziniert. 70 Meter. In der Villa erfährst du mehr. Oh, endlich. Kleopatra. Sehr schön, komm. Bring mich hin. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Aya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Na toll. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Was noch? Lauf nur auf allen Vieren. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Yeah. Ja, ich versichere mich mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachfragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild?
In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Iodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen. Puh, rachsüchtige Gesellschaft. Aber kann ich irgendwie verstehen. Wenn es mein Kind wäre. Okay. Goldes Magi-Abzeichen als Questgegenstand. Empfohlen Stufe 25. Ah, oh, da gibt es noch mehr. Saiz. Das hört sich doch gut an.
20, dann machen wir erstmal Seas, oder? Was gibt's noch? Okay. Wir gehen nach Seas. Das passt doch, oder? Okay, dann gehen wir auf die Karte. Okay. Das wird eine weite Reise, Leute. Sollen wir in Alexandria eigentlich bleiben? Gibt eigentlich keinen Grund, gell? Wir könnten hier ein bisschen leveln und so, aber bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch auf dem Weg machen. Okay. Dann. Ich sagte doch, sie soll sich beeilen. Was gibt's bei dem? Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruya, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe. Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Erreiche den Taubenschlag. Wo wäre... Ah, warte mal, da wollte ich hin, genau. Zum Schmied erstmal. Der Taubenschlag, wo ist denn der? Ah, okay, das ist gleich in der Nähe. Dann machen wir das. Gehen wir. Dann machen wir das doch schnell. Hm? Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Oh. So ein Chaos. Was ist hier passiert? Blut. Noch frisch. Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Gute Frage. Ja, klar. Guck mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Irgendwie nicht, ne? Untersuchungsgebiet verlassen. Hier ist das noch das Untersuchungsgebiet? Auch nicht mehr, okay. Wo haben wir das? Viel Blut. Wo ist die Leiche? Der betet nur. Da brauche ich nicht hingehen. Was haben wir hier? Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Jetzt bräuchte man noch einen Hinweis.
Aber ich sehe hier keinen mehr. So ein Mist. Auch nicht mehr, okay. Schauen wir mal hier am Rand. Hier waren wir auch schon. Gehen wir nochmal hoch. Vielleicht habe ich da was übersehen. So ein Chaos. Das hatte ich schon. Meine Güte. Ja, da komme ich auch nicht rein. Keine Chance. Okay. Scheiße. Soll ich nicht? Ich war mir überlegen, ob man die Türen kaputt machen kann, aber nö, leider nicht. Wo habe ich das übersehen, ey? Das ist die Kohle, die verschüttet wurde. Dann geht's hoch, dann geht's da lang. Schauen wir nochmal, haben wir hier wirklich so ein Chaos? Na, das hatten wir schon. Das hatten wir auch. Und jemand fiel herunter. Eigentlich müsste es unten irgendwie beim Blut sein. Er ist dann runtergefallen. Dann haben wir das hier. Blut. Wo ist die Leiche? Hier drin vielleicht? Nee. Ja, sorry. Oh, hier vielleicht. Ah. Hier wurdest du versteckt. Genau, danke. Ich lasse dich nicht hier. Helios muss die angemessenen Riten vollziehen. Zum Armer Scheiß. Ruja, hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Bestien in Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Bei den Göttern. Oh ja. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Darum kümmern wir uns definitiv. Armes Mädchen. Mögest du im Gefilde der Binsen wandeln. Dymnos,
Ich suche nach Ruya. Was sollte mich diese Bäuerin kümmern? Aber sie hatte dein Abzeichen bei sich. Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum hast du es getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen. Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruya. Du dummer Ägypter. Ich werde sie dir mit Freude erteilen. Oh ja. Komm, versuch's! Komm her. Ups. Wow, wow. Leute, ey. Muss ja nicht gleich ausrasten, hm? Ihr seid alle nur Feiglinge und Aasfresser. Bye, bye. Pff. Wer ist ein Feigling und Aasfresser? Hm. Das muss der Brief sein. Okay. Ein bisschen Gerechtigkeit. Ja. Er hat Ruya aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welch eine sinnlose Tragödie. Sie war ein kluges Mädchen mit einem guten Herz. Tut mir leid. So, kurz die Ausrüstung checken. Wir brauchen eigentlich nicht zweimal eine schwere Waffe, würde ich sagen. Wir nehmen hier. Ja. Die Schlacht von Gibeon-Klinge. Sehr schön. Okay. Oh ne, warte, ich wollte noch zum Schmied. Vielleicht hat er was Nettes oder so. Schauen wir uns kurz an. Kaufen. Oh, wir haben kein Geld, gell? Ja, okay. Brauche jetzt nichts zwingend. Auffüllen, mach mal. Pfeile sinnvoll. Verkaufen. Nee. Lass mal um. Immer wieder ein Vergnügen. Komm, lass mich hoch. Ein gescheites Pferd wäre mal nicht schlecht eigentlich. Markieren wir unser Ziel und dann los geht's. Ach so, es sind nur 900 Meter. Das sah viel weiter aus. Wenn du auf der Karte schaust, dann denkst du immer, boah, verdammt, ist das Zeug weit weg. Das geht ja echt. Mach nicht so einen Lärm, Tante. Du regst nur die. Oh. Was ist das, ein Krokodil, oder? Ach, das sind nur die Aasgeier. Ach, komm schon. So. Was hat mir das jetzt gebracht? Nicht wirklich etwas, oder? Schade. Naja. Hätte er sein können. Was? Sind es hier Krokodile? Nee. Nur Pflanzen, okay. Dann holen wir unser Kamel wieder. Los. Aus dem Weg! Ja, sehr gut. Hey, überall tote Tiere.
schon hammerschön. Oh, ich liebe es. Ich weiß, ich gehe voll auf die Nerven damit, aber ich lieb's so. Nachts geschlossen? Bei sich zu Hause, okay. Wer ist das? Ist das der Hakuf? Ich suche den Braumeister, Hakuf. Ich habe keine Zeit. Sprich mit einem der Aufseher, wenn du musst. Du hast nicht verstanden. Ich bin ein Magi. Apollodorus schickt mich. Apollodorus, natürlich. Es geht um den Skarabäus, den Schatten der Sais verdunkelt. Bitte, sprich diesen teuflischen Namen nicht laut aus. Apollodorus weiß, dass die Bevölkerung leidet. Dank meiner Stellung vertrauen sich mir viele an. Der Handel erstickt, die Soldaten tun, was sie wollen, und die Last vom Ptolemäus steuern, raubt uns allen den Atem. Komm mit mir. Wir suchen uns ein Plätzchen mit einem Dach über dem Kopf. So, einen ganz kurzen Moment. Ist mir gerade das aufgefallen, dass mich nervt. Und zwar möchte ich die Untertitel ausmachen. Gameplay. Was sind denn? Ah, da war der Sprache. Untertitel aus. Genau. Die brauche ich echt nicht. Ja, dann komm. Zeig mir, wo er ist. Es gibt viele schlimme Geschichten über den Skarabäus. Apollodorus hat dir sicher davon erzählt. Geschichten von Verstümmelungen, Entführungen und von Menschen, die lebendig in der Wüste vergraben werden. Ein schreckliches Schicksal. Gefangen im schimmernden Sand. Der Körper und der Geist brennen in der erbarmungslosen Sonne. Darauf wartend, endlich eins zu werden mit der Duat. Aber das sind nur Geschichten. Es gibt sehr viele Schurken in Sais, aber der Skarabäus, wenn es ihn gibt, sprich besser nicht von ihm. Solche Schweine. Die Nachforschungen von Harkufs Agenten. Beschwerden der Bevölkerung. Ah, Sais ergeht es nicht anders als Siva. Hier. Genau, nehmen wir noch mit. Interagieren. Ich nehme das mal an, wobei ich nehme mal beide an. Vielleicht kann ich sie so im Vorbeigehen machen. Okay, was haben wir hier? Nein, nein, nein. So. Okay, gut. Dann vor dem Haus darf ich hin. Der letzte Mann, der Fragen über den Skarabäus stellte, wurde halb totgeschlagen. Und man schnitt ihm die Zunge raus. Wer war es? Der alte Gupa. Der Schwiegervater des mächtigsten Mannes der Region hier, Tahaka. Dieser Junge, Kawab, ist sein Enkelsohn. Hey, keine Lust zu gewinnen? Ich suche deinen Großvater. Weißt du, wohin er wollte? Nein, er wollte zum Lager des Pyros. Er sollte schon zurück sein. Dann werde ich ihn auf der Straße suchen.
Okay, also, wohin? Wohin? 300 Meter. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dann diese Folge. Wir haben Kleopatra zum ersten Mal gesehen. Hübsche Frau. Aber ein bisschen seltsam. Weiß noch nicht, was ich wirklich von ihr halten soll. Und... okay, eine Nachricht. Ja, nach wie vor wahnsinnig schön. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Unser Rachefeldzug ist noch nicht zu Ende, sondern ich glaube, er hat gerade erst begonnen. Und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und noch besser ein Abo. Kostet nichts und würde mich unterstützen und sehr freuen. Vielen Dank und auch einen schönen Abend. Euer Ilias.